Hallo, liebe Eltern, und ein liebes Hallo an alle, die uns diesmal wieder zusehen. Wir haben wieder ein tolles Thema für euch rausgesucht, der Zeit entsprechend und wirklich brandaktuell. Wie heißt es so schön? Schaden, Flipflops, Crocs und Co. den Kinderfüßen. Wen es interessiert, bleibt einfach dran. Wir würden uns freuen. Dann bis nachher. Hallo an alle da draußen und ein liebes Hallo an alle Eltern, die uns jetzt zusehen und die sich vielleicht auch für dieses neue Thema interessieren, nämlich ob Kinder mit Crocs, Flipflops und Pantoletten eventuell Schaden nehmen könnten, wenn sie es länger tragen. Ist natürlich immer zu jeder Jahreszeit, nicht zu jeder Jahreszeit, Quatsch, in der sommerlichen Jahreszeit ein gern gefragtes Thema oder gern behandeltes Thema, was von Seiten der Eltern gerne mal kommt. Und die wir natürlich auch hier versuchen, dann im Geschäft mit drauf einzugehen. Generell muss man immer sagen, nicht der Schuh an sich ist schädlich, sondern, ich sage es mal so, die Dauer des Tragens. Man muss ja immer davon ausgehen, gerade Flipflop, Crocs, alles diese vorgeformten und mit einer Weite versehenen Schuhe sind natürlich auch immer nur für eine Fußform geeignet. Also gehe ich jetzt mal davon aus, dass auch die Mami demzufolge einschätzen kann, sitzt der Fuß meines Kindes jetzt in so einem Schläppchen aus Plastik oder Gummi gut oder sitzt es nicht gut? Ich muss für mich als Fachfrau sagen, ich verkaufe sie lieber an die größeren Kinder. Also ich sehe das äußerst ungern, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ein zweijähriges Kind mit Badeschläppchen auf der Straße läuft und dann versucht, den Eltern teilweise hin und her zu stolpern. Weil man sieht es auch sehr oft, kein Fuß läuft eigentlich auf Dauer entspannt in solchen doch mehr oder weniger nicht verstellbaren Modellen. Weil Nachteil ist eben halt, gerade bei solchen Modellen, und da schließe ich die heißgeliebten Crocs für viele Eltern nicht aus, dadurch, dass sie nicht in der Weite verstellbar sind, sind sie immer nur für eine Fußform geeignet. Der Rest fällt sozusagen hinten raus oder kann gar nicht erst drinnen laufen. Ja? Und der Fuß läuft halt nur entspannt, wenn er sich A wohl fühlt und wenn er natürlich auch genügend Halt im Schuh hat. Und da nehme ich eben halt hier auch unsere Flipflop nicht aus, auch wenn wir sie alle lieben. Und der eine oder andere vielleicht sogar im Sommer mehrere Paare dann immer zur Abwechslung trägt. Auch hier kann ich wiederum sagen, entweder etwas nehmen, was ich irgendwo verstellen kann, sei es von der Höhe oder von der Weite her. Oder so wie hier, wo ich generell ein breites, nicht zu weit gearbeitetes Riemchen habe, wo ich auch von vornherein immer merke, jawohl, ich kann dort sehr gut drinne laufen und ich fühle mich wohl. Weil man sieht es schon, ich habe ja auch mal hier in der zweiten Reihe so verschiedene Sandalen mit aufgebaut. Der große Vorteil der Sandalen ist eben halt, dass ich sie wirklich individuell auf den Fuß mit einbringen kann, einstellen von der Spannhöhe her, manchmal sogar noch dreifach verstellbar hier im Fersenbereich, was natürlich super toll ist, aber was Sie natürlich fast immer nur bei sehr sportlichen Modellen finden, weil da kommt es ja auf einen besonderen Halt mit drauf an. Das sind jetzt solche Sportsandalen, Trekking-Sandalen, Outdoor-Sandalen, die sind dann meistens mehrfach verstellbar, weil da muss der Fuß einfach Halt haben. Ich sag mal so, man sieht es auch, man kann auch mit einem Flipflop im Gebirge rumlaufen, ist halt bloß nicht besonders gut. Ja? Also in dieser Hinsicht kann ich es wirklich eindeutig so sagen, achtet bitte auch bei den sommerlichen Schuhen drauf, dass die Füße einen super guten Halt haben. Achtet nach Möglichkeit drauf, dass die Schuhe wirklich auch vom Vorderblatt her verstellbar sind. Ja, man sieht es auch hier wieder, ich kann es immer besser auf den Vorderfuß aufbringen, habe ich eine feste Höhe, muss es einfach sitzen. Ja, wenn ich natürlich bei der Anprobe hier schon an der Seite mit dem Finger reinziehen kann, dann ist das natürlich nicht gut, weil gerade jedes Leder gibt noch im Zuge des Gebrauchs durch die Dehnung und durch die Fußwärme immer noch ein bisschen nach, wird im Endeffekt noch weiter. Also bitte dann nicht dann trotzdem diesen Schuh nehmen, auch wenn er schön aussieht. Ja?
Was auch noch sehr empfehlenswert ist, auch wenn es manchmal nicht so sehr beachtet wird, das sind eben halt dann solche Modelle, wie es hier der Frodo anbietet, wo ich einen Gummizug eingearbeitet habe, der auch eine gewisse Funktion erfüllt. Mitunter hat man ja Modelle, da ist der Gummizug praktisch fest mit den Seitenteilen verarbeitet, sieht zwar schön aus, habe ich aber keinen Effekt dabei. Hier wäre es also optimal für die kräftigeren Füße super toll, weil je nachdem, welche Spannung hier drauf ist, der Gummizug gibt nach. Ja, diese vorteilhaften Eigenschaften haben natürlich diese modischen, sommerlichen Schläppchen nicht. Aber ich sage es immer wieder, bei den größeren sehe ich damit überhaupt kein Problem, vorausgesetzt, ich trage sie jetzt vielleicht auch nicht unbedingt jetzt die ganze Zeit und ausschließlich, sondern ich habe vielleicht auch mal nochmal diesen Wechselschuh, wo ich reinschlupfe, der sitzt und wo ich mich einfach rundherum wohlfühle. Aber ansonsten ist bei älteren Kindern ist gegen Flipflops, Crocs und Co. nichts auszusetzen. Das nächste Thema von mir wäre dann, sofern ihr dabei sein möchtet, ihr wisst ja immer, Abonnenten sind immer die Ersten, die Bescheid wissen. Dann geht es um das Thema Kinderschuhe 1 bis 2 Nummern größer kaufen. Geht das? Soll ich das? Muss ich das? Auch darauf gehen wir dann nochmal mit ein. Und damit hoffe ich natürlich auch wieder da, einige bestehende Fragen damit beantwortet zu haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi dann.